Cornelia Pullinger, ihr moderiert Alpha Life. Was ist das genau? Ja, hallo. Alpha Life, das ist eine Serie von Treffen, die interessierten Leuten die Möglichkeit gibt, über Glauben, Gott und ihr eigenes Leben nachzudenken und zu reden. Es findet so im Rahmen von 2 Stunden statt. Der erste Teil ist so zusammen bis Essen und Trinken, bei den Hängern, so mit denen, die am Tisch bist, ca. So 8 bis 12 Personen. Und danach schaut man immer einen Film, so 20 Minuten, über irgendetwas, was mit Gott, Bibel, Jesus Christus oder so etwas philosophische, ja, religiöse Themen zu tun hat. Und danach, der grossletzte Teil, ist Mutter darüber austauschen. Also deine Erfahrungen, deine Fragen, deine Zweifel. Alpha Life ist eigentlich vor allem ein Gefäß, wo Menschen Räume schaffen, für sich zu begegnen, für austauschen. Warum gibt es jetzt Alpha Life neu im Oberwallis? Genau, also Alpha Life gibt es weltweit schon seit ca. 30 Jahren. Und wir haben letztes Jahr zum ersten Mal das im Oberwallis angeboten, weil einfach Nachfrage da war. Letztes Jahr waren so zwischen 45 und 55 Personen, die da mitgemacht haben. Ca. 10, 12 Leiter, Organisatoren. Und der Rest würde ich sagen, es gibt wirklich Leute, die Interesse haben, aber nicht nur am Sonntag zum Beispiel nach Kirche zu hocken und die Predigt zu hören, sondern auch darüber zu diskutieren, austauschen. Ist Alpha Life grundsätzlich für alle offen oder richtet sich eher an Christen und Katholiken? Genau. Alpha Life ist, die Filme zum Beispiel, die sind extra so gemacht, dass es ganz grundlegend aufbaut mit Menschen, die auch noch nicht viel von Jesus oder von Gott gehört haben. Jetzt in diesem Kontext haben wir alle, sind ja viele Leute Katholiken. Das heisst, es sind eigentlich anknüpfen an Filme, die wir schon mal gehört haben oder Grundlagen, die wir eigentlich wissen. Ist aber offen für alle Interessierten. Und vor allem euch, es ist nicht nur katholisch, sondern es dreht sich um Jesus Christus und die Bibel. Und da sind wir ja gleich mit den Reformierten oder auch mit Freichristen. Alpha Life ist zumindest teilweise eine religiöse Veranstaltung. Schreckt das nicht ein Haufen Leute ab? Also ich finde noch, es geht um den Inhalt. Und wenn jemand Interesse hat für mit anderen Menschen, über solche Sachen uns täuschen, das ist durchaus attraktiv. Und ich denke auch die Form, wie wir es bieten, es ist immer im Pfarreizentrum, also im Pfarreiheim in Glis. Es ist ein schöner Saal, er ist schön dekoriert. Es ist ansprechend dadurch, dass die Form auch so ein bisschen ist, wie man geht in einen Ausgang, man tut etwas essen und trinken und miteinander hängen. Von dem her finde ich das jetzt nicht abschreckend. Und der wahre Wert ist im Inhalt, was Alpha dort bietet. Ja. Alpha Life im Oberwallis, wollt ihr dadurch missionieren und neue Leute für die katholische Kirche rekrutieren? Missionieren ist sehr ein negativ gewerteter Ausdruck. Und Leute für die katholische Kirche rekrutieren ist sowieso nicht das Ziel. Wie ich vorhin gesagt habe, der Kontext hier, die Situation im Oberwallis ist, viele Leute kommen in unsere katholische Kirche. Zum Beispiel bei der Begrabung sieht man, dass immer wieder volle Kirche Leute waren, also sich doch irgendwas wie mit dem Glauben oder mit Kirche verbunden fühlen. Und Alpha Life will vor allem die Sachen, die wir eigentlich auch in unserem Glauben drin haben, einmal wieder zur Sprache bringen. Das Tabu brechen und auch in der Öffentlichkeit oder aber in der Gruppe, die durch die mehrere Wochen gehst, die Tabus wieder aufbrechen, dass du über Jesus kannst reden, über deine Glauben, über deine Zweifel, über deine Fragen oder das, was du einfach nicht kannst verstehen. Verfolgt Alpha Life kommerzielle, religiöse oder politische Ziele? Kommerzielle überhaupt nicht. Muss einen freiwilligen Kostenbeitrag geben, für das Essen und das Trinken. Aber das Projekt ist gratis, die Treffen. Politische Ziele auch nicht, weil die Themen handeln eher auf einer philosophischen Ebene, aber um Glauben und das persönliche Leben, der Sinn des Lebens. Religiöse Ziele in dem Sinn, dass es einfach Räume bietet, für über Gott und Glauben zu reden. Immer mal wieder ist bei Kritikern zu hören, dass Alpha Life ein Sektor ist. Was sagen der dazu? Alpha Life ist ein Instrument. Das heisst, wie ein bisschen ein Kurs
verschiedene treffen. Also nicht eine Gruppe von Leuten, die sind gleich Alpha Life. Es werden verschiedene Kirchen euch angeboten, verschiedene Konfessionen. Es ist vor allem ein Angebot, das sich eröffnet für Leute, die Interesse haben. Und alle anderen müssen sich auch nicht verpflichtet fühlen oder irgendwie vorbeizukommen oder so. Und ich denke, die werden euch gar nicht, die werden sich nicht angesprochen fühlen, werden da auch nicht kommen. Und darum, ja, finde ich den Ausdruck jetzt da eigentlich überhaupt nicht passend.